Salam, salam, salam. Wie geht's, wie steht's? Moin, moin. Moin, moin, moin. Alles fit? Heute wird mal ein bisschen gekocht auf entspannter Rimo. Mit dem neuen Beißer, Digga. So. Heute machen wir den legendären Nudelauflauf, Digga. Auf ganz entspannt. Warte mal, kann ich hier... Ah, ja, moin. So, was brauchen wir dafür? So, als allererst brauchen wir Nudeln, Käse, Hackfleisch, Champignons, Mais und Paprika, rote Zwiebeln und noch ein bisschen mehr Mais. In dem Fall, ich bin so ein fauler Wichser. Ich habe keinen Bock, die Scheiße selber zu schnibbeln. Deswegen kaufe ich mir die Sachen immer an der Rewe Frischtheke, also an der Salatbar. Dann bezahlt man zwar ein bisschen mehr, aber hat die Schnibbelei nicht. Dann brauchen wir noch Mozzarella, zweimal Ofenspiegeli, Creme Fraiche und nochmal Käse. Oh nee! So, dann machen wir als allererstes mal die Herdplatte an. Das ist immer schon ein Mysterium für sich. Ich benutze die ja nicht so oft. Deswegen weiß ich, Bruder. Ah ja. Nee, nicht Minuten, Bruder. Nee, weg damit. Geht denn die Scheiße? Ah, jetzt habe ich den Dreh raus. So. Ja, Bruder. Man ist ja hier nicht so oft zugange in der Küche. Letztens war meine Familie hier. Da haben die sich Kaffee gemacht. Der gerade fragt meine Tante mich, wo ist denn Zucker? Bruder. Ich wusste es nicht. Dann habe ich Agatha angerufen, Digga. Und gefragt, wo der Zucker ist. Ich benutze ja nie Zucker, für was auch, weißt du? So, also als allererstes machen wir natürlich das Ding hier warm. Und hauen dann das Hack rein. Heute ein kleiner IRA-Stream aus der Küche. Habe ich mir schon etwas länger vorgenommen. Ist das vom Sound her unangenehm? Ich glaube nicht, ne? Ich gucke ja heute Abend Fußball. Auch entspannt. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, stream ich mal, warte mal. Ich mach das Ding noch mal ein bisschen höher. Jetzt kochen wir erstmal das Hack. Also braten wir das Hack erstmal an. Jetzt dann erstmal hier. Weiß nicht. Erstmal wird ein bisschen das Hack hier angebraten, Digga, auf entspannt. Ich persönlich mache immer noch ein bisschen Salz und Pfeffer rüber. Schön klein machen die Stücken so. Damit wir am Ende ein schönes Hack haben. So soll das Ganze sein, Digga. Also, ich kann zwar nicht kochen, hab's auch nie probiert, aber den Nudelauflauf habe ich perfektioniert, Digga. So sieht das gut aus, schön die ganze Fläche abgedeckt. Und jetzt kann er ordentlich durchziehen, auch entspannt. Habt ihr Hunger? Apropos Hunger, ich gebe nichts von meinem Auflauf ab, ihr Wichser. Ich mach schon mal den Ofen, heiz ich schon mal vor. Wir warten jetzt ab, bis das Hack fertig ist auf Easy. Ich weiß nicht, ich bin mit der, gut, ich streame ja auch nur vom Handy gerade, aber ich bin so gar nicht... Mit dem Kamerawinkel irgendwie einverstanden, Digga, wenn man gefühlt irgendwie wenig bis gar nichts sieht. Kann man den hier so machen, auf entspannt? Und das ist wahrscheinlich zu hoch. Ja, moin. So. Ach, Digga, scheiß drauf. Nö, so ist eigentlich ganz okay, oder? So ist gut, würde ich sagen, erstmal. Wie meine Zähne am Leuchten sind, Digga, es ist so... es hört sich echt doof an, Digga, aber ich habe immer das Gefühl, dass ein TikTok-Filter oder... wie sagt man, Instagram-Filter an ist. Das ist voll, Digga, wie das leuchtet. Huch. So, also erstmal muss das Hack, wie gesagt, schön durch. Kommt dann das Gemüse etc. rein. In dem Fall, ich packe ja rein Champignons, Mais, Zwiebeln und Paprika. Einfach rauf. Buff, easiness. Und jetzt einfach auf entspannt richtig schön durchrühren. Das kann man jetzt noch mal ein bisschen brutzeln lassen auf entspannt. Nebenbei bereite ich schon mal vor, jetzt müssen wir nämlich 1 Liter Wasser reingeben gleich. Da habe ich einen Messbecher im Becher. Agatha, hier. Ja, da haben wir noch einen Messbecher, gut. Früher habe ich immer abgemessen mit einer Colaflasche. 1 Liter ist ja 1 Liter. Dann hat mir irgendwann ein Zuschauer mit seiner Mutter einen Messbecher vorbeigebracht nach Hause. Weil sie in dem Video gesehen hat, dass ich keinen Messbecher habe. Dass sie einfach zu meiner privaten Adresse gekommen hat, mir einen Messbecher vorbeigebracht. Also, Digga, man erlebt Dinge, Bruder, also, keine Ahnung. Aber auch da, mit dem Messbecher und dem Wasser, Fivehead, nie kaltes Wasser reintun, sondern heißes Wasser, damit die Scheiße nicht so lange braucht, bis sie brutzelt. Also, das Ding hier ist wirklich, also, wer das hier gebaut hat, verstehe ich auch nicht. Wisst ihr eigentlich, wie oft ich mich hier an dieser Glasplatte, weil, Bruder, du kochst so. Wisst ihr, wie oft ich mir hier schon den Döns gestoßen habe? Richtig gut gemacht, Mann. Ja, und wie geht's euch? Ja, mir geht's ganz gut, Digga. Alles entspannt. Nachpflanzen? Moin, wie geht's, Digga?
Du kannst hier halt einfach, Bruder, das ist für kleine Menschen gebaut. Wenn du hier so groß bist, dann ist ja kein Problem. Jetzt habe ich auch eine Ausrede, warum ich nicht koche. Die Küche ist einfach scheiße. So, jetzt schütten wir 1 Liter Wasser dazu. So, das Ganze nochmal durchrühren. Und jetzt packen wir Ofenspiegelli dazu. Ofenspiegelli à la Mama. Ich bin schon so ein Fetischist, Digga. Guck mal, ich habe hier immer noch welche auf Reserve, falls ich es irgendwann mal einstellen. Was ich nicht glaube. Schlimmste, wenn was Geiles eingestellt wird. Also, da bin ich ganz bei dir. Die Dinger waren nicht so, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht so geil. Aber weißt du, was ich auch vermisse im Tiefkühlfach, Bruder? Das hört sich jetzt doof an. Aber die Dr. Oetker Pizza Burger, die waren jetzt nicht so das Nonplusultra, aber die konntest du dir geil aufpimpen. Ich habe mir die gekauft und habe mir dann von der Salatbar noch ein paar Scheiben Gurken, Zwiebeln, Mais und habe das darauf getan. Digga, die waren dann geil so. Die gibt's einfach nicht mehr, die sind nicht mehr da. Also einfach weg aus dem Regal. Für die habe ich doch damals sogar eine Produktplatzierung gehabt, fällt mir ein. Für damalige Verhältnisse war das ein Haufen Geld. Ich musste das vor dem Video schneiden, dass ich den esse und im Stream ein esse und habe, glaube ich, dafür 5000 Euro bekommen. Bruder, das war der beste Burger aller Zeiten, Bruder. So dieser eine Biss so 1000 Euro. Noch ein Biss 2000 Euro. Digga, dafür habe ich damals Werbung gemacht, fällt mir sogar gerade ein. Das war, Bruder, einer der besten Produkte. Das musst du dir einfach vorstellen. Du sitzt wie ein Fettsack in deinem Stream und wirst dafür bezahlt, Digga. Kriegst 2-3 Monatsgelder auf die Hand, brutto, dafür, dass du den verfickten Burger frisst. Beste Leben aller Zeiten, sag ich dir so, wie es ist. So, jetzt müssen wir das hier nochmal kurz durchrühren. Einmal schön durchrühren. So, machen wir noch auf entspannter Rino Creme Fraiche rein. Das mache ich immer nach Pi mal Auge. Ich mache immer so halbe Packung so ungefähr. So, zack, einfach rein. Gut, das war jetzt fast die ganze Packung, aber einmal kräftig umrühren. Dann machen wir den Deckel drauf, machen ein bisschen niedriger und lassen das einmal kurz vor sich hinbrutzeln. Also, dass das Wasser, was ich da reingemacht habe, einmal kurz am Kochen ist. Dann müssen wir jetzt nochmal ganz kurz Mozzarella schneiden. So, ganz easy ist ja, Bruder. Das müssen auch keine kleinen Scheibchen sein. Hauptsache Scheiben, Digga. So, weil das ist das nicht Besondere, will ich jetzt nicht sagen, aber ich bereite ja den Käse, also der Käse oben mache ich ein bisschen special, oder das heißt special, aber so wie er mir halt am besten schmeckt. Bei mir kommen halt zwei verschiedene Käsesorten übereinander. Das gibt für mich persönlich den besten Geschmack bei einem Auflauf. Wie gesagt, Geschmäcker sind natürlich verschieden, das ist klar wie Toastbrühe, ne? Ja, dann haben wir hier noch die Nudeln, die brauchen wir auch gleich nochmal. So sexy, wenn Monte kocht. Mit den weißen Zähnen. Guck mal, ich kann jetzt lächeln. Cheese. Oder? Das sieht wirklich aus wie ein Filter. Ich denke die ganze Zeit, ist ein Filter an, Bruder. So ein Ding ist das. Endlich sind meine Zähne mal weißer als das Logo. Ihr mit eurem scheiß Emote dazu. Und jetzt habe ich hier auch noch zwei Lücken. Die sind jetzt auch dicht. So, was ist jetzt hier los? Gut ist am Brutzeln. Dann können wir hier schon die Herdplatte ausmachen, das war's hiermit. Das geht auch schnell, das Fressen. Dann holen wir mal ganz kurz die Auflaufform raus. Da haben wir hier so einen schönen Riesen-Oschi. Nur mal kurz gucken. Ich hole gleich die Kamera runter, wenn wir den zubereiten. Jetzt brauchen wir. Was ist denn die Scheiße, Junge? Agala, Mann! Ah, hier. So. Wir haben hier die Nudeln noch. Dezent einfach. So, das reicht schon, damit einfach die Grundlage, der Boden, ein paar Nudeln sind so. Dann hast du halt das Wichtigste, die Suppe, in Anführungszeichen, die da reinkommt. Mhm. Aha, so, ich würde sagen, 3 Löffel reichen erstmal. Immer nach Gefühl, dann kann man das erstmal platt machen. Man will ja ein schönes Schichtsystem haben, ne? So, dann machen wir wieder ein paar Nudeln. Gut, und jetzt kommt wieder eine schöne Schippe drauf. Es gibt jetzt kein spezielles, so und so viele Schichten muss das sein. Das ist eigentlich scheißegal. Hauptsache ist, dass am Ende alles drin ist. Wichtig ist natürlich, dass die letzte Schicht oben mit Nudeln ist. Deswegen werden wir jetzt, doch wir hauen jetzt alles rein. So, schön alles platt machen. Oh, saftig. Sieht das köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig aus? Hä? Sieht das köstlich aus? Und jetzt kommen die
Nudeln. So. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Nein, das Wichtigste will ich jetzt nicht sagen, aber doch schon irgendwo auch das Wichtigste, und zwar der Käse. Und den Käse mache ich persönlich so. Ich nehme Mozzarella-Scheiben als allererstes und lege Mozzarella-Scheiben oben rauf. Das ist der erste Käse, den ich rauf tue. Das sieht jetzt natürlich nicht besonders schön aus, das ist klar wie Kloßbrühe. Aber egal bei welchem Auflauf, macht immer als erstes Mozzarella oben rauf und dann den regulären Käse, den ihr mögt. Ich persönlich bevorzuge immer Gouda-Käse oder Emmentaler. Minimalprinzip vom Aufräumfaktor. Wir legen so schön Küchenrolle runter. Weil jetzt wird es dreckig, denn wir nehmen nicht eine Packung, sondern ich hau immer zwei Packungen Käse rauf. Das sind am Ende ein halber Kilo Käse. Hört sich nach viel an, ist aber eigentlich wenig. So. So. Das sieht jetzt erstmal nach viel Käse aus, okay? Aber wir verteilen den ja noch schön. Na, das sieht gleich weniger aus. Den drücken wir richtig schön fest rein. Und deswegen auch die Küchenrolle darunter, weil das bröselt an den Seiten so extrem. Und jetzt ist mir scheißegal, weil ich nehme einfach gleich die Küchenrolle und schmeiße sie weg und habe keinen Dreck. Das sieht mehr aus, als es ist. Mensch. Ui, guck mal. Ah, perfektionieren einfach das Ding. Oh mein Gott. Vertraut mir, Digga. Dieses andere Perfekte, schaut's euch an, Alter. Das ist maßgeschneidert. Perfektioniert. Guck, ihr denkt, das ist viel Käse, Digga, aber das ist perfekt, Digga. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Der quillt doch über. Ach, gar nichts, Digga. Deine Mutter quillt über, Mann. So, Ofen ist auch schon vorgeheizt. Wo sind denn jetzt hier die Dings, Alter? Die Handschuhe. Ach, scheiße, und niemand reserviert, Mann. Kein Plan, wo das wieder ist. So, schnell den Auflauf rein. Ah, jetzt hab ich mich wieder verbrannt wie Hurensohn, Mann. Immer die gleiche Scheiße. Ah, jetzt ist hier Käse runter. Scheiße. So, Abfahrt. Jetzt räumen wir mal kurz ein bisschen auf. Weil eins kann ich gar nicht leiden, Digga, wenn es danach dreckig ist, nach dem Kochen. So, hier Trick 17. Der ganze Käse, Digga. Einfach bei den Küchenrollen so, zack. Kein Käse. So. Dann räumen wir die Scheiße direkt ein. Wobei, den können wir gleich noch gebrauchen. Den lassen wir erstmal beiseite. Oh, so viel Putzmittel. Was ist was? Das Reiniger, Mann. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Küchen-Allzweckreiniger, jalla. Muss sagen, Küchenrolle ist Liebe, Bruder. Küchenrolle und Glasreiniger in Kombination macht mir Spaß zum Putzen. Also das wollte ich wirklich sagen, da bin ich auch eisern. Ich finde, wenn man kocht, dann schmeckt das Essen immer besser, wenn die Küche schon sauber ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe zwar Agatha als meine helfende Hand, also als meinen Engel, aber ich sag's euch so, wie es ist. In meiner ersten eigenen Wohnung bei der Fischtreppe hatte ich schon ein bisschen damit zu kämpfen, regelmäßig den Haushalt fit zu halten, und damit meine ich halt auch alle Räume, weil wenn man in seinem Kinderzimmer ist oder auch bei meinen Großeltern die Zeit, da hat man ja nur ein Zimmer gehabt. Aber an für sich bin ich ein sehr, sehr ordentlicher und sauber Mensch. Fragt René, ich war der Kollege, der, wenn er bei sich zu Hause gechillt hat mit den Atzen und wir einen gekifft haben, ich war der innerhalb von 2 Stunden dreimal mit dem Staubsauger durch die Gegend gelaufen ist und gesagt, Jungs, mach mal Füße hoch. Weil ich es nicht abkonnte, wenn ich gechillt habe, high war auch, wenn überall Krümel waren und so. Da bin ich durchgedreht, Digga. Fragt René, real rap. Ich habe immer, sagen wir mal, wir haben 3 Stunden gechillt bei mir. So, ich hatte sturmfrei, wir haben 3 Stunden bei mir gechillt. Ich habe in der Zeit bestimmt 2 oder 3 Mal gesaugt und 2 oder 3 Mal mit dem Glasreiniger den Glastisch sauber gemacht. Weil ich nicht darauf klargekommen bin, wenn überall Flecken waren und so. Dafür sieht der Keller aus wie eine Müllhalde. Mein Keller sieht aus wie eine Müllhalde. Das war so für eine Scheiße, Digga. Dann wollen wir mal gucken. Ist doch der Auflauf. Boah. Ja. Ich mache jetzt nochmal aus und an. Nur so kann ich den Modus ändern. Und jetzt mache ich nochmal nur die Umluftgrill oben auf 195 Grad für 2-3 Minuten, damit der Käse auf ganz entspannt knusprig angebraten wird. Ne? Der Käse ist ja das Allerwichtigste im Grunde oben. Guck hinter dir. Oh. Hinter mir ist einer. Ich hab so Angst. Ich bin 12 und erschreckt mich, wenn mein Livestream sagt, guck hinter dir. So, keine Ahnung. Let's go. Das
wäre so ein Ding, dass das Backpapier kleben bleibt, glaube ich. Dann holen wir doch einfach. Oh. So, ui, köstlich, Digga. Bruder. Na, wer hat Bock auf ein Stück, hä? Guck mal. Oh. Seht ihr das, wie geil der Käse jetzt aussieht, weil da unten noch Mozzarella ist? Seht ihr das? Oh. Vertraut mir. Das kommt anders saftig, Digga. Es wird auf jeden Fall kleckern, aber es ist mir völlig scheiße. Oh. Oh ja, Bruder. Und jetzt ist aber das Allerwichtigste. Jetzt ist aber das Allerwichtigste, Livestream-Chat. Natürlich sind Geschmäcker verschieden. Für mich das Allerwichtigste. Heller Gewürzketchup. Ist einfach ein Muss. Ja, Bruder, ich sag ja euch nur, wie mein Rezept ist. Und mein Rezept ist final mit heller Gewürzketchup. So, ich bringe das mal kurz daneben an und dann essen wir gleich zusammen. Hello, I'm under the water. Please help me. So. Schreckt euch nicht, ihr Wicker. So, jetzt wird geleitspeist. Guten Hunger. Für alle, die auch was essen oder sich jetzt was gemacht haben, hat noch einen Augenblick länger gekonnt, aber vollkommen okay. Ich persönlich empfehle euch, wenn ihr diesen Nudelauflauf nachmacht, auch wenn es schwierig ist, lasst den über Nacht draußen bzw. im Kühlschrank dann stehen. Erst dann, ich weiß nicht warum, erst dann entfalten sich die Aromen richtig. Der schmeckt jetzt gut, aber er schmeckt um ein Vielfaches besser, wenn er über Nacht im Kühlschrank gewesen ist. Freue mich sowieso auf den Käse. Ich bin aber jemand, hört sich jetzt doof an, ich weiß nicht, wie ihr das macht, ich esse den Käse immer erst zum Schluss. Ich würde niemals mir jetzt vom Käse ein Stückchen abnehmen. Ich esse immer erst alles außen rum und das, der Käse als Highlight zum Schluss, Digga. Wie gesagt, das Essen anfühlt mit den neuen Zähnen, immer noch ungewohnt, aber trotzdem ein schönes Gefühl, ne? So, jetzt kommt das Beste, Bruder. Bruder. Der Käse kommt so gut. Vertrau mir, Bruder. Nimm auch ein bisschen, komm. Ich zeige ihn dir auch von der käsigen Seite. Komm, mach den Mund auf. Mach A. Ah, ein Flugzeug fliegt nach Afrika in dein Mund, mach A. Ah. Der stopft aber auch ordentlich, der Käse. Ihr dürft ja nicht vergessen, die obere Käseschicht ist eine ganze, so eine lange Rolle Mozzarella und ein halber Kilo Käse. Das heißt, ich habe auf wie viele Portionen geteilt? 8 Portionen oder so, glaube ich, 8 Portionen. Sagen wir ungefähr, jede Portion hat so 130, 140 Gramm Käse. 130, 140 Gramm Käse. Ungewohnt auf so harten Kram zu beißen. Ich habe immer Angst, dass meine Zähne noch beschädigt werden, aber werden die nicht. Aber ich habe unten im Kiefer noch Plastik. Oben habe ich Keramik. Die oben gehen nicht mehr kaputt, aber die unteren. Deswegen habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Aber das war nur eine harte Nudel, das war nicht mein Plan. Oh, ja, das war doch eine geile Session. Ich werde jetzt aufrauchen und offline gehen. Habe ich mir ja schon länger vorgenommen, mal den IRL-Stream. Ich habe es euch gesagt. Direkt, die Maschine fängt sofort an zu arbeiten. Mach öfters IRL. Auf jeden Fall hätte ich schon Bock drauf. Das große Problem ist ja immer so ein bisschen das Internet-Ding. Also Internet-Ding im Sinne von Empfang. Aber IRL-Streams sind schon ganz cool, auf jeden Fall. Du kannst halt auch nicht jeden Tag einen IRL-Stream machen, wie du durch Buxtehude läufst, so, weißt du? Es soll noch in gewisser Art und Weise was Besonderes bleiben. Ja, doch, ist klar, ja, pisst euch. Es soll im Grunde noch was Besonderes bleiben, aber ich hatte ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass ich eigentlich mal einen kleinen Kochstream haben wollte, wie ich meinen Nudelauflauf mache. Das habe ich jetzt heute gemacht, das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Ist auch mal was anderes, als vorm PC zu sitzen.
Und da ich ja heute sowieso nicht streamen wollte, weil ja ich ja gleich Fußball gucken fahre, war es doch ein netter Snack obendrauf, oder? Ja.